In dem Video, wo ich über meinen 6 Jahre langen Weg zur Rohkost spreche, erfährt ihr ja zum Beispiel, dass ich da sehr körperlich und sportlich aktiv bin, mache 3 bis 4 Stunden Kampfkunst am Tag, noch ein bisschen Training auch mit dazu, so ehrungefähr 1 Stunde Krafttraining, Cardio, Laufen, Dehnübungen, Iron Fist Übungen und auch wie meine Essverhalten sich im Laufe der Zeit geändert hat, was ich zum Beispiel an einem Tag in der veganen Rohkost zum Beispiel esse. Ich weiß, dass es eine Menge Disziplin erfordert, um halt diesen Weg zu gehen, den ich jetzt in meinem jetzigen Zeitpunkt gegangen bin und deshalb es nicht jeder so 1:1 umsetzen kann, weil er halt vielleicht andere Prioritäten im Leben hat. Allerdings ist halt diese viele sportliche Aktivität, die Gartenarbeit, die ich auch mitmache und auch die vegane Rohkost nicht ein Hauptfaktor meiner jetzigen Gesundheitsstufe bin, beziehungsweise es mir geholfen hat, meine 39 Kilo jetzt auf diese 65 bis 70 Kilo hochzukommen. Eine Komponente, die von vielen unterschätzt wird und diese Gewohnheit habe ich schon seit 6 Jahren, also auch zu Beginn meiner Rohkostreinigung mit in mein Leben integriert, ist das basische Baden und seit den letzten 3 bis 4 Jahren bade ich auch täglich und das 2 bis 3 Stunden am Tag. Ich habe schon mehr als 1000 Sitzungen der Erholung und der Entspannung hinter mir und das basische Baden hilft mir auch zum Beispiel besser zu schlafen, nachdem ich halt sehr viel draußen im Sommer beispielsweise gearbeitet habe. Also gehen wir in dem Video kurz ein, warum du baden solltest, wie du ein basisches Bad hinbekommst und wie lange du auch in diesem Bad verbringen solltest. Das Baden an sich ist ein wichtiger Bestandteil von früheren, damaligen Kulturen. Auch unsere Ahnen kannten die gesundheitlichen Vorzüge vom basischen Bädern zum Beispiel. Beispielsweise hatten die Ägypter Seen, die basisch geworden sind, weil dort weiße Platten im Wasser bzw. auch in der Nähe von dem Wasser gefunden worden sind und auch die kannten dann auch die Vorteile von. Auch hier in unserem Breitengraden, beispielsweise die germanischen Stämme, kannten die Vorzüge von den basischen Bädern und hatten auch hier basische, wo sie regelmäßige basische Bäder machten und das auch über mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage hinweg. Da wurden sie, wenn sie es zum Beispiel mehrere Tage gemacht haben, wurden sie natürlich auch von der Gemeinschaft mit versorgt. Die germanischen Stämme zu Zeiten des römischen Imperiums waren auch dafür bekannt, dass sie stark, widerstandsfähig, kälteunempfindlicher sind, vital und auch schön waren. Und man geht halt davon aus, dass ein wesentlicher Hauptbestandteil diese Badekultur gewesen ist. Und es ist halt wirklich schade, dass bei uns wir zum Beispiel keine basischen Quellen haben. Die hat man damals wahrscheinlich auch überall vermehrt öfters finden können. Heute wegen der ganzen Umweltverschmutzung und auch in der Industrie sind unsere Gewässer zum Teil ziemlich stark verschmutzt und überhaupt auch nicht mehr basisch. Diese basischen Quellen wurden auch als Jungbrunnen bekannt. Aber warum wurden sie denn genauso betitelt? Hierfür müssen wir uns erstmal das Konzept der Säuren, Basen und dem pH-Wert anschauen. Der pH-Wert ist ein Messungsverfahren, um die Konzentration der Wasserstoffionen in einer Lösung herauszufinden. Neutral ist die Lösung bei einem pH-Wert von 7. Wenn es darunter geht, also weniger als 7, ist es säurehaltig und wenn es dann über 7 geht, ist es basisch. Was passiert jetzt, wenn der Körper zu viele Säure hat? Ganz einfach, ein saures Milieu ist die Ursache von allen Krankheiten. Darunter ziehen dann zum Beispiel chronische Krankheiten, Allergien, ein schlechtes Hautbild in Form von trockener Haut, Pickel, Akne, Neurodermitis, Gelenkschmerzen, Steifheit, vermehrtes Risiko von Entzündungen, Osteoporose, weil der Körper auch versuchen möchte, die Säuren mit den Basen aus den Knochen zum Beispiel zu neutralisieren. Eine Übersäuerung greift auch die Zellen und auch unser Gewebe an, wodurch auch hier Organe mit beschädigt können und eine Übersäuerung verursacht auch, dass sich vermehrt Toxine und andere Ablagerungen, die halt für den Körper toxisch sind, mit anreichern können. Auch Schwermetalle gehören dazu. Das Problem an unserer heutigen zivilisierten Gesellschaft ist, dass die meisten Leute chronisch übersäuert sind und das einfach aufgrund der unnatürlichen Lebensweise. Viele Leute essen zum Beispiel zu viel gekochte Nahrung, würzen zu viel, salzen zu viel, essen auch zum Beispiel Fastfood, Fleisch, wo halt dann auch zum Beispiel die Harnsäure mit verursacht wird, die halt auch wieder chronisch übersäuert und der Körper möchte das natürlich auch wieder dementsprechend ausgleichen. Die Leute bewegen sich auch zu wenig, atmen jetzt nicht natürlich über eine Bauchatmung ein, sondern hier nur flach und oberflächlich über die Brust zum Beispiel, wo der Körper auch nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Viele Leute sind auch nicht genug draußen in der Sonne. Viel Stress übersäuert den Körper auch nochmal zusätzlich und viele Menschen haben auch nochmal eine mangelnde Schlafqualität. Und gehen wir mal davon aus, dass ein Mensch 50 Jahre lang so einen Lebensstil geführt hat und auch 90 Kilo wiegt, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte der Körpermasse einfach irgendwelcher Schmutz bzw. Säure sind, die den Körper regelrecht schaden. Problem an der ganzen Sache ist, dass du diese Säuren jetzt nicht einfach durchs Fasten oder auch durch hartes Training einfach wegbekommst. Schließlich hat der Körper mit diesen Säuren, dem Schmutz,
Schmutz oder auch den Ablagerungen, Schleim auch, seinen Körper aufgebaut. Es ist in den Knochen drin, es ist in den Muskeln drin, es ist in den Gelenken drin und das kann der Körper nicht einfach so rauswerfen. Es muss halt, einerseits muss er halt die Säuren auflösen, ausscheiden und auch diese Löcher stopfen, die dadurch entstehen werden. Das heißt, wir müssen viel mehr Basen zu uns nehmen, was halt durch eine reine Ernährung sehr lange Zeit in Anspruch nehmen würde. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit 50 von heute auf morgen anfangen würde mit der schleimfreien veganen Rohkost, dann braucht er mindestens genauso lange, wie er diese unnatürliche Lebensweise gelebt hatte, um halt diese Säuren aus den tiefen Schichten aus dem Körper auch mit rauszubekommen und auch hier gesunde Knochen auch mit aufzubauen, gesunde Muskeln zum Beispiel. 50 Jahre vegane Rohkost umstellen, für viele wird es als Diät angesehen, wird auch mit Verzicht assoziiert und dann noch die Gewohnheit etablieren, regelmäßig Sport zu machen, am besten jeden Tag. Und da scheitern einfach viele in unserer Gesellschaft und da kommt halt dieses basische Baden ins Spiel, wo man halt hier nochmal eine kleine Gewohnheit etablieren kann, wo man halt hier schnell Erfolge verzeichnen kann und die Schlacken und Säuren einfach entfernt werden. Also wie genau funktioniert denn ein basisches Bad? Durch das basische Bad wird der pH-Wert der Haut erhöht, durch die Wärme auch nochmal die Poren geöffnet und weil die Haut ja eins unserer größten Entgiftungsorgane ist, wird sie auch sowas mit aufnehmen. Das heißt, die Basen kommen dann über die Haut in den Körper rein und schwemmen halt hier zum Beispiel die Säuren und Schlacken mit raus. Die Durchblutung und die Lymphe wird nochmal für die Entgiftung mit gefördert. Stress wird nochmal reduziert, die Muskeln entspannen sich, das Endorphinsystem wird stimuliert. Das heißt, man kommt in eine super Entspannung rein und das ist halt auch der Grund, warum ich täglich meine basischen Bäder mache, weil ich ja sehr viel körperlich arbeite, hier in meinem Permakulturprojekt, auch im Sommer sehr viel schwitze, ist auch sehr anstrengend, ist dann noch mein Kampfkunst und mein Training und da freue ich mich einfach, wenn ich halt einfach am Abend mich mit meinem Laptop nochmal hinsetze, was ich für mein Projekt noch mache oder einfach so entspanne, Musik höre oder irgendwelche Videos schaue oder auch meditiere, dass ich mir einfach 2 bis 3 Stunden einfach in dieses warme Wasser damit reinsetzen kann und auch hier meinen Körper runterfahren lassen kann. Die Haut nimmt nochmal zusätzlich Feuchtigkeit mit auf und die Heilung wird beschleunigt. Wichtig ist es, dass das Wasser einen pH-Wert von über 8,5 erreicht, damit der Haut die Osmose einleitet. Die meisten kennen ja Natron, welches ja als Wundermittel bezeichnet wird. Allerdings ist Waschsoda, Natronbicarbonat, viel besser als Natron. Hat einfach den Grund, dass ich für 1 Liter Wasser, um einen pH-Wert von 8,5 zu erreichen, 50 Gramm Natron benötigt, während ich bei Waschsoda nur 0,02 Gramm benötige und bei 2 Gramm Natron hätte ich schon auf 1 Liter Wasser einen pH-Wert von 11,5. Rechnen wir das jetzt alles hoch bei einer Badewanne, die ungefähr 150 Liter auffasst. Dann bräuchten wir gut 7,5 Kilo Natron, um halt diesen pH-Wert von 8,5 zu erreichen, während wir beim Waschsoda nur 1,5 Gramm benötigen, um halt den pH-Wert von 8,5 zu erreichen. Rechnen wir das jetzt hoch, zum Beispiel auf 20 Gramm, dann hätten wir einen pH-Wert von 9,9. Also mit Waschsoda könnt ihr um einiges an Geld sparen. Vergisst Natron, nehmt Waschsoda für eure basischen Bäder bzw. auch für die Fußbäder. Und achtet auch bitte auf die Qualität. Ist die technische Qualität, dann kommt die Lebensmittelqualität, dann die pharmazeutische Qualität und zum Schluss die analytische Qualität. Ein Link, welches Waschsoda ich zum Beispiel nutze, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ja. Wie lange sollte man jetzt baden? Am besten so lange wie möglich. Ich kenne auch welche, die übernachten sogar in der Badewanne, aber mindestens 45 Minuten, damit der Körper halt hier mal schon mal anfängt, die Osmose auch einzuleiten. Wie bereits erwähnt, bade ich ja 2 bis 3 Stunden und das halt vor dem Schlafen gehen. Und ich muss jetzt zum Beispiel mein Wasser nicht auffüllen, weil ich halt schon so viele basische Bäder gemacht habe. Ich ja basisch esse durch meine vegane, schleimfreie Rohkost und auch sehr viel trainiere und auch draußen in der frischen Luft ist. Mein Körper ist halt, hat einen gewissen Reinigungsgrad. Das heißt, mein Körper wärmt sich auch besser, ich friere nicht mehr so leicht und das heißt, dieses kalte Wasser macht mir auch nichts mehr aus. Deswegen muss ich auch kein Wasser nachfüllen lassen. Wenn ihr Wasser nachfüllt, müsst ihr auch schauen, dass ihr ein bisschen neues Basenpulver bzw. das Waschsoda damit einbringt. Während des Basenbads könnt ihr auch euren Körper zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel basisch isst, Wasser trinkt. Jetzt hast du die groben Hintergrundinformationen und auch eine kurze Anleitung, damit du auch gleich heute mit deinem basischen Bad anfangen kannst, damit du das als Gewohnheit etablieren kannst, um deine Gesundheit aufs nächste Level zu bringen. Ich werde dir auch unten in der Beschreibung eine PDF verlinken, wo du nochmal die Geschichte von dem Baden durchlesen kannst. Das ist sehr interessant auch zu wissen. Und wenn du deine körperliche und mentale Gesundheit aufs nächste Level bringen möchtest, also mehr Erholung, Entspannung, Gelassenheit, mehr Energie im Alltag, aber du vielleicht etwas überfordert bist, wie du das in deinem Alltag integrieren kannst, beziehungsweise welche Gewohnheiten du setzen musst, damit du halt hier Stück für Stück
hier deine Gesundheit wieder auf Vordermann bringst. Ich erstelle dir auch gerne einen individuellen Ernährungsplan oder auch Einzelgruppen- oder Monatscoaching beziehungsweise meinen Grundlagenkurs zur schleimfreien Heilkost. Findest du alles in der Videobeschreibung verlinkt beziehungsweise auf meiner Webseite, wo du vorbeischauen kannst, kannst mich gerne dementsprechend kontaktieren und dann können wir hier ein kurzes Einführungsgespräch machen, damit wir uns hier mal kurz kennenlernen können. Ich kann dir auch jedenfalls meine Telegram-Arbeitsgruppe empfehlen. Für einen monatlichen Beitrag können wir uns hier dann gemeinsam austauschen. Hier hast du auch die vollen Bücher zur Verfügung. Du kannst mir täglich Fragen stellen. Ich kann dich bei deinen Alltagssituationen unterstützen und dann kannst du dann hier regelmäßig auch von der Gruppe profitieren. Und hier auch von einem regen Erfahrungsaustausch profitieren. Wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, empfehle ich dir wirklich, mein Video anzuschauen. Meine 6 Jahre Erfahrung der veganen Rohkost bzw. der Rohkostreinigung. Und wenn du noch nicht genug hast, werde ich dir auch in der Endkarte meine Playlist zur schleimfreien Heilkost verlinken, damit du auch hier kostenlos weitere Videos und Informationen von mir bekommst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.